Sie haben Schulterschmerzen. Gerade bei Sportlern steckt häufig eine Reizung bzw. eine Arthrose des Schultereckgelenkes dahinter. Hier erfahren Sie, wie mit der Drei-Stufen-Therapie das Problem gelöst wird. Hallo, ich bin Stefan Preis. Beim Sport, insbesondere beim Fitness-Workout, beim Krafttraining, wird unsere Schulter zum Teil sehr intensiv belastet. Ganz besonders unser Schultereckgelenk. Nicht selten kommt es dadurch zu einer schmerzhaften Reizung bis hin zu einem Verschleiß, einer Arthrose. Aber auch eine Verletzung, zum Beispiel durch einen Sturz, kann für eine solche Problematik verantwortlich sein. Im Folgenden sprechen wir über die optimale Behandlung einer Reizung bzw. einer Arthrose des Schultereckgelenkes. Wenn Sie mehr zum Schultereckgelenk selbst oder zu Schultereckgelenkverletzungen erfahren möchten, finden Sie das unter dem Link, den ich Ihnen hier eingeblendet habe. Bei Schmerzen des Schultereckgelenkes richtet sich die für Sie optimale Therapie natürlich nach der Diagnose. Das heißt, haben Sie lediglich eine Reizung bzw. besteht bereits eine Arthrose des Gelenkes. In aller Regel gehen wir bei einer solchen Behandlung stufenweise vor. In Stufe 1 sind Eigenmaßnahmen angesagt. Das heißt, auch wenn es schwerfällt, Sie sollten das Gelenk schonen. Mit einem Cold Pack kühlen und regelmäßig ein entzündungshemmendes Gel, zum Beispiel Diclofenac, auftragen. In Stufe 2 behandeln wir gezielt medikamentös. Gezielt heißt, wir spritzen einmalig ein entzündungshemmendes Depotpräparat direkt an das Gelenk. So ein Depotpräparat, es ist ein spezielles, niedrig dosiertes Kortikoid, wirkt etwa 3 bis 4 Wochen. Das ist viel sinnvoller, als über einen solch langen Zeitraum ständig Tabletten einzunehmen. Damit der Reiz danach möglichst nicht wiederkommt, behandeln wir das Gelenk nachfolgend mit Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die für die Schmierung unserer Gelenke verantwortlich ist. Einfach gesprochen wirkt es wie das Öl in einem Getriebe. Kommt es darunter zu keiner dauerhaften Besserung der Beschwerden, sollte das Schultereckgelenk repariert und die Ursache behandelt werden. Ansonsten droht ein chronischer Schaden bis hin zu einem Sehnenriss. In Stufe 3 reparieren wir das verschlissene Gelenk im Rahmen einer minimalinvasiven arthroskopischen Operation. Dazu ist in aller Regel ein kurzer Klinikaufenthalt von 1 oder 2 Nächten erforderlich. Gegebenenfalls kann er aber auch sogar ambulant durchgeführt werden. Ich will Ihnen erst einmal hier kurz skizzieren. Das ist die Gelenkpfanne. Hier der Oberarmkopf, da geht es runter zur Ellenbogenhand. Dann kommen Muskeln an, die gehen über in die Sehne, die Rotatorenmanschette. Darüber gibt es dieses Schulterdach. Und das Schulterdach steht in Verbindung mit dem Schlüsselbein. Die bilden besagtes Schultereckgelenk. Jetzt gibt es hier eine Knorpelschicht drauf. Da eine Knorpelschicht und dazwischen sitzt eine Scheibe, ein Diskus als Kongruenzgeber. Das Ganze ist umgeben von einer Gelenkkapsel. Im Rahmen von intensiver Belastung kann es dann zu einer Reizung, zu einer Entzündung in dem Gelenk kommen. Die Gelenkstrukturen werden zerstört und aus dieser Entzündung entsteht dann ein Gelenkverschleiß, eine Arthrose. Und das macht Schmerzen und das führt dazu, dass das Gelenk immer mehr zerstört wird. Im Rahmen der Arthroskopie werden wir dann das Gelenk von unten eröffnen, räumen die verschlissenen, entzündeten Strukturen aus und es kommt dann zu einer Einblutung in diesen Gap, in diese Lücke und dieses Blutgerinnt bildet eine Blutkruste und diese Blutkruste wird umgebaut zu einer Narbe und wenn das geschehen ist, dann ist das Problem gelöst, dann habe ich wieder ein schmerzfreies, belastungsfähiges Schultereckgelenk. Nach einem solchen Eingriff können Sie Ihren Arm relativ rasch im Alltag wieder einsetzen. Zum Beispiel können Sie nach 2 bis 3 Tagen meist wieder Auto fahren. Auf stärkere Schulterbelastung, zum Beispiel Tennis, sollten Sie jedoch für 8 bis 12 Wochen verzichten. Die genaue Nachbehandlung, zu der auch Physiotherapie gehört, vor allem aber Ihren Wiedereinstieg in den Sport, sollten Sie persönlich mit dem behandelnden Arzt abstimmen. Ja, Sie sehen, Probleme Ihres Schultereckgelenkes sind lösbar. Entweder durch konservative Maßnahmen und wenn das nicht funktioniert, durch eine kleine Operation. Eigene Erfahrungen, aber auch zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Ergebnisse nach einem solchen Eingriff wirklich exzellent sind. Weitere Informationen zu Schulterschmerzen und zu deren Behandlungsmöglichkeiten finden Sie auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn doch jetzt direkt.
Wir beraten Sie aber auch gern persönlich hier bei uns in der Klinik am Ring. Bleiben Sie fit und gesund. Ihr Stefan Preis.